Der Film Ghost, Nachricht von Sam, feierte 1990 gigantische Erfolge. Er handelt von dem Banker Sam und seiner Frau Molly, die in einer glücklichen Beziehung sind. Während eines Überfalls wird Sam jedoch angeschossen. Er verwandelt sich in einen Geist und nimmt seine Umwelt und alle Menschen wahr, kann aber nicht mit ihnen interagieren. Sam muss als Geist auf der Erde eine bestimmte Aufgabe erledigen, um in den Himmel zu kommen. Neben den Hauptrollen von Patrick Swayze und Demi Moore spielten auch Whoopi Goldberg und Tony Goldwyn mit. Wir verraten euch, was die Schauspieler des Oscar-prämierten Klassikers heute machen. Fangen wir mit ihm an. Patrick Swayze, gestorben mit 57, verkörperte Sam Wett. Bevor er in Ghost mitspielte, war er schon 1987 in Dirty Dancing zu sehen. Nach seiner Rolle als Sam spielte er bis zu seinem Tod 2009 noch in etlichen Filmen mit, darunter Gefährliche Brandung und zuletzt in Powder Blue. Patrick starb am 14. September 2009 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Ghost und Dirty Dancing zählen zu Swayzes größten Erfolgen. Demi Moore verkörperte Sams Freundin Molly Jensen. Bereits vor ihrer Rolle in Ghost spielte Demi schon in einigen Filmen mit. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1981 im Film Choices. 2019 feierte sie mit ihrem Film Corporate Animals auf dem Sundance Film Festival Premiere. Im selben Jahr veröffentlichte die Schauspielerin eine umstrittene Autobiografie mit dem Titel Inside Out, in der sie unter anderem von ihrer schwierigen Jugend und ihrer Beziehung mit Schauspieler Ashton Kutcher schreibt. Zuletzt sah man Demi in dem Film Songbird 2020. Allerdings können sich die Fans auf eine neue Rolle freuen. Laut IMDb wird sie bald in Please Baby Please zu sehen sein, wann genau ist allerdings noch nicht bekannt. Whoopi Goldberg mimte Oda Mae Brown. Für ihre Darstellung erhielt sie sogar einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Die Schauspielerin ist eine echte Ikone in der Branche. Nach ihrer Rolle in Ghost spielte sie in etlichen Filmen und Serien mit. Whoopi konnte danach unter anderem mit Sister Act mega Erfolge feiern. Fans der Sister Act Filme können sich freuen, denn wie auf der offiziellen Seite von IMDb zu lesen ist, wird es einen dritten Teil mit ihr geben. Zuletzt wirkte sie als Schauspielerin in der Serie The Stand, das letzte Gefecht mit. Weitere Filme und Serien mit ihr sind außerdem in Planung. Zudem arbeitete Whoopi auch als Synchronsprecherin, unter anderem für die US-amerikanische Zeichentrickserie Summer Camp Island. Tony Goldwyn stellte Karl Brunner dar. Er war Sams bester Freund und Arbeitskollege. Tony konnte sich ebenfalls einen Namen in Hollywood machen. Nach seiner Rolle in Ghost spielte er in mehreren Filmen mit, wie Last Samurai oder Bounce – Eine Chance für die Liebe. Von 2012 bis 2018 war er in der Serie Scandal zu sehen und gehörte mit zum Hauptcast. Nachdem er 2018 ausgestiegen war, spielte er im Jahr darauf eine Rolle in der Netflix-Serie Chambers. Inzwischen sehen wir wieder mehr von Tony Goldwyn. Der Schauspieler wird in diesem Jahr in der TV-Serie The Hot Zone Antrax und dem Film King Richard an der Seite von Will.